Hallo, ich bin Nico. Und ich bin Julian. Wir beide sind von der WDAG. Wir wünschen euch allen einen guten Start ins Schuljahr. Vor allem den neuen Klassen 5a, 7b, c und 11d. Herzlich willkommen an unserer Schule. Wir haben auch eine neue Lehrerin, Frau Bonnet. Auch Ihnen herzlich willkommen. Wir durften Sie interviewen, damit ihr sie auch kennenlernt. Viel Spaß damit. Also ich unterrichte Sport und Deutsch hier im Clara-Schumann-Gymnasium. Eigentlich komme ich aus Hannover. Ich bin eigentlich im Nordlicht. Deswegen seht es mir nach, wenn ich kein Dialekt kann. Ich habe dann in Saarbrücken das Grundstudium studiert, in Freiburg das Hauptstudium, war da unter anderem auch ein Jahr in Granada in Spanien. Deswegen ist es total schade, dass es hier kein Spanisch gibt. Ich würde mich total gerne einen Austausch mit organisieren. Ja, und nach dem Studium bin ich dann zum Referendariat nach Freiburg ins Hostel gezogen. Haben Sie schon an anderen Schulen unterrichtet? Ja, ich habe das Referendariat in Freiburg am Droste-Hülshoff-Gymnasium gemacht. Da war ich dann anderthalb Jahre. Hatten Sie einen Hasslehrer und warum? So einen Lehrer, den ich wirklich gehasst habe, hatte ich eigentlich nicht. Also es gab einen Sportlehrer, der eigentlich nur die Jungs bevorzugt hat. Den fand ich ziemlich blöd, logischerweise. Wir Mädchen alle. Aber so richtigen Hasslehrer hatte ich, glaube ich, nicht. Welches Auto würden Sie fahren, wenn Sie sich eins aussuchen können? Erstmal wäre ein Auto zu haben überhaupt erstmal ein Fortschritt. Ich habe nämlich keins. Und sonst sollte es ein Kombi sein, weil ich unheimlich gern Sport mache und gern Surfmaterial, Fahrräder mitnehme. Von daher, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, vielleicht ein VW-Bus. Da könnte man auch direkt drin schlafen. Warum sind Sie Lehrerin geworden? Ich glaube, das sagen fast alle Lehrer, dass sie halt gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist auch der Fall. Ich habe als Jugendliche Pfingstfreizeiten und Sommerausfahrten betreut. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Genau, auch in der Animateursausbildung habe ich auch viel mit Jugendlichen gearbeitet. Ja, und mir machen die Fächer Spaß. Also ich bringe unheimlich gern Sport und Deutsch bei. Wer war früher Ihr Idol? Also als ich kleiner war, so 5 ungefähr, fand ich ja Michael Jackson unheimlich toll. Da habe ich zu so einer 3D-Show mal getanzt, weil ich nicht wusste, dass es 3D ist. Ja, und als ich ein bisschen älter war, fand ich dann Pete Sampras gut, weil ich Tennis gut fand. Was ist bis hier Ihr Eindruck vom CSG? Ich habe bisher sowohl von Schülern als auch von Lehrern einen sehr guten Eindruck.